Ja, wir feiern dieses Wochenende unser Sommerfest. Samstag hatten wir das Merle-Glasen-Quartett bei uns mit Jazzmusik und Swing- und Latin-Standards. Ganz toller Abend, ganz tolle Atmosphäre mit 50 Gästen. Es gab Wein und Bier, es war eine ausgelassene Stimmung, also sehr schön. Heute haben wir unser klassisches Hoffest mit Bratwurst, allerlei Getränken, Kaffeekuchen und auch jetzt, wie man im Hintergrund sieht, ist es gut gefüllt. Wir freuen uns, dass kein Regen in Sicht war, dass wir zwei wundervolle Tage hatten und auch noch haben und mit unserem tollen Programm hoffentlich viele Kinder und auch Besucher begeistern konnten. Das Stadtmuseum war komplett geöffnet und auch die Bücherei. Und ja, wir hoffen, dass viele Leute die Chance genutzt haben, um sich beide Institutionen mal anzuschauen und unseren wunderschönen Innenhof, den wir aufgemotzt haben, eben auch zu entdecken. Lisa Beutler, die Leiterin der Museen hier in Bad Wildung. Und wir sind hier im Heimatmuseum. Genau. Ich kann dann sagen, herzlich willkommen zu unserem Sommerfest, was wir in diesem Jahr zum zweiten Mal machen. Im letzten Jahr haben wir eine kleine Holzterrasse gebaut und hatten da eine kleine Bühne. Haben das für ein Hoffest genutzt mit Bratwurst. Dieses Jahr haben wir das mit der Bücherei zusammen noch erweitert, machen das an zwei Wochenendtagen, hatten gestern das Merle-Glasen-Quartett aus Kassel bei uns mit ungefähr 50 Zuschauern, super Atmosphäre und heute unser berühmtes Hoffest wieder mit Bratwurst und Kinderrally und Büchereiführung und alles Mögliche. Jetzt hat Bad Wildung nicht nur das städtische Museum hier, sondern hat schon eine sehr große Museumslandschaft. Ne? Genau. Ja, wir befinden uns hier erstmal im Stadtmuseum. Das ist ja ein altes Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, was früher mal ein Kaufhaus einer jüdischen Familie war und dann in den Besitz der Stadt kam. Seit 1938 ein Museum, während des Zweiten Weltkrieges kurzzeitig geräumt für Flüchtlinge aus Kassel wegen der Bombennacht und seit Ende der 50er Jahre wieder ein Museum. Wir haben aber auch noch weitere städtische Standorte, wie zum Beispiel das Quellenmuseum in der Wandelhalle, wo wir die Kurgeschichte und die Kurmedizingeschichte vorstellen. Wir haben unseren berühmten Riesenblasenstein in der Ausstellung. Und dann haben wir noch das Atelier Willi Tillmanns, was aus Reinhardshausen jetzt nach Bad Wildung auch in die Wandelhalle gezogen ist. Willi Tillmanns war ein Maler, der in Düsseldorf an der Akademie studiert hat, mit August Macke zusammen, der dann mit seinem Studienkollegen mal nach Kleinhand kam, ins sogenannte Paradies. Und weil er im Krieg so sehr verwundet wurde und traumatisiert war, hat er sich dann von seinem Geld, was er für sein erstes großes Gemälde einbringen konnte, ein Haus gebaut, und zwar bei Kleinern, was heute auch noch steht. Und wir zeigen eben bei uns seinen großen Nachlass, der durch Dr. Brenlo bei uns ins Museum kommen konnte. Jetzt haben die Museen in Bad Wildung natürlich auch so ein paar Schätzchen zu bieten. Ich sage mal so Stichworte wie Kaulbach, wie Tischbein. Ja. Soll ich kurz noch das vierte Museum nennen? Also wir haben noch ein viertes Museum, und zwar ist es das Historische Bergamt in Bergfreiheit. Das ist im alten Verwaltungsgebäude. Früher wurde im Bergfreiheit Bergbau betrieben. Man sagt, dass das der Ursprung der Zwerge ist, von Schneewittchen, weil man Kinder früher ins Bergwerk geschickt hat, damit sie da arbeiten. Und das zeigen wir in Bergfreiheit. So. Und Schneewittchen war Margarete von Waldeck, also sagt man, die dann im Brabant, also einer belgischen Provinz, zwangsverheiratet wurde quasi. Genau, die dann vergiftet wurde, und man weiß aber nicht, wo das Grab sein könnte. Man vermutet es hier in Wildung. Da haben wir ja Eckhard Sander, der ja sehr über Schneewittchen forscht und auch schon viel herausgefunden hat. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass in Belgien auch schon darüber geforscht wird. Also wer weiß, was das alles noch so zutage bringt, und wer weiß, wo Schneewittchen wirklich im Endeffekt liegt. Ja, jetzt machen wir mal so einen kleinen Rundgang durchs Museum. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier im Foyer an. Ja. Da haben wir jetzt unsere Ehrenberger Galerie eingerichtet. Die ist jetzt seit knapp einem Jahr hier. Vorangegangen ist eine Ausstellung in der Wandelhalle Bad Wildung, wo wir die Ehrenbürger vorgestellt haben, und die sind dann letztlich zu unserem Stadtmuseum gezogen. Also wenn wir jetzt unseren ersten Ehrenbürger anschauen, das ist der Friedrich Sigismund Weber, ein Bäckermeister, der in Wildung seine Ausbildung gemacht hat. Sein Vater ist aber leider früh verstorben, weshalb er dann sehr arm war. So ist er zu seinem Onkel nach St. Petersburg gegangen, der schon sehr erfolgreich als Bäcker da gearbeitet hat.
Er konnte sich dann auch sehr gut etablieren, vor allen Dingen sein Brot war sehr beliebt, sodass er dann viel Geld einnehmen konnte, also mehrfacher Millionär soll er gewesen sein. Und er kam aber immer wieder nach Wildung, um seine Mutter zu besuchen, und dort hat er dann viele arme Kinder getroffen, denen er immer Zuckerbrezeln gegeben hat. Und das war für ihn auch Anlass, diese Armut der Kinder, dass er hier in Wildung den ersten Kindergarten gestiftet hat. Und das ist Webers Kindergarten, der ja bis heute noch den Namen trägt. Unser erster Ehrenbürger, genau. Spannend auch zu diesem Bild vielleicht, als dann die Amerikaner kamen und dieses Bild mit dem Orden gesehen haben, was ja der Waldeckische Verdienstorden ist, haben sie gedacht, das wäre ein Nazi-Orden und haben mehrfach in das Bild hineingeschossen. Deswegen wurde es auch restauriert. Man sieht es hier und jetzt sieht es so aus, wie es ist, genau. Ansonsten, wenn wir die Reihe mal durchgehen, also Georg Höbener war ein Weißgerber, der mal Bürgermeister war für einige Zeit, der unter anderem die Kreditgenossenschaften in Wildung eingeführt hat, weshalb die Leute sich Kredite nehmen konnten und Großaufträge gebaut werden konnten, wie zum Beispiel auch der Eisenbahnanschluss. Das konnte damit finanziert werden. Adolf Klapp war ein Richter, der über 50 Jahre in Bildung gearbeitet hat und sich so seine Verdienste erworben hat. Otto Radke ist unser erster hauptamtlicher Bürgermeister gewesen, der auch wie Dr. Lückhoff 24 Jahre im Dienst war. Fritz Appel, ein alter Landwirt, wie auch Krieneisen, es wiederholt sich immer, der eben auch ja, viel für die Stadt getan hat, es weiterentwickelt hat, gerade für die Forstangelegenheiten verantwortlich war und so seine Verdienste geleistet hat. Ja, wenn wir hier mal sehen, haben wir Paul von Hindenburg noch als Ehrenbürger in unserer Liste. Er war nie in Bildung gewesen, während die anderen wirklich für Bildung gewirkt haben und auch hier ihre Verdienste erlangt haben. Ist ja heute auch sehr umstritten. Müssen wir mal sehen, wie lange er noch auf der Liste bleibt. Mein Wunsch wäre, dass er verschwindet, und das werde ich auch noch zukünftig in Angriff nehmen. Professor Dr. Ernst Waldschmidt, wir haben ja auch die Waldschmidtstraße zum Beispiel in Bildung. Das war ein Heimatforscher, der auch Familienforschung betrieben hat. Also er hat dann gerade zu den Waldschmidts sehr viel herausgefunden. Er hat das Stadtarchiv mit aufgebaut und war auch kurzzeitig mal Museumsleiter. Also er hat sich sehr für das Gemeinwohl eben eingesetzt. Richard Kirchner hat mehrere Jahre die Fürstlich Wildunger Mineralquellen AG geleitet, hat den Kurbetrieb aufgebaut und ja, sein ganzes Leben eigentlich für die Kur gewirkt und Wildung so berühmt gemacht. Gustav Görner kam aus Zittau, ist ein Jalousiefabrikant gewesen, hat auch mehrere Patente angemeldet tatsächlich, soll dann nach Wildung in die Kur gekommen sein und hat dann in Reinertshausen, so ist die Legende, auf dem Schäferschen Gut eine Quelle entdeckt oder hat erahnt, dass sie da ist, und hat dann in Reinertshausen den eigenen Kurbetrieb aufgebaut. Es gibt die Gustav-Görner-Allee und die Reinhardtsquelle, die auf ihn zurückgeht. Dr. Karl Reichardt war Lehrer und hat die erste Stadtgeschichte von Bad Wildungen geschrieben, zum 750 Jahre Bestehen, die dann etwas später veröffentlicht wurde wegen dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir darüber nochmal schauen, wir haben noch zwei, und das ist das Spannende, das sind unsere gegenwärtigen Ehrenbürger. Dr. Albrecht Lückhoff, heute schon 91 Jahre alt. Es war noch der letzte indirekt gewählte Bürgermeister, also er wurde noch offiziell bestellt, hat in Berlin gearbeitet unter Willy Brandt und kam dann her und hatte erstmal die Probleme mit der Gemeindereform. Also die Gemeinden sollten zusammengelegt werden, und das hat er dann erfolgreich durch gute und parteilose Vermittlungen hinbekommen. Die Umgehungsstraße wurde über ihn auf den Weg gebracht. Er hat die Altstadt restaurieren lassen, hat das Rathaus hier am Standort gerettet und hat 1000 Dinge gemacht. Also er war 24 Jahre im Amt und hat wirklich sehr viel geleistet. Ist auch heute noch eine ganz besondere Persönlichkeit, und wir freuen uns jedes Mal, wenn er vorbeikommt. Ja, und wir ihn nochmal sehen können. Reinhard Krieneisen wurde erst 2021 zum Ehrenbürger ernannt, da war er schon außer Dienst. Er ist auch Bürgermeister gewesen, 12 Jahre war er im Amt. Unter seiner Leitung hatte er auch einige Schwierigkeiten, die er lösen musste, unter anderem die Gesundheitsreform, die dafür gesorgt hat, dass die Übernachtungszahlen um die Hälfte eingebrochen sind. Es gab dann die Kommunalisierung, die ganzen Staatsbäder, die ja im Landesbesitz waren, wurden an die Kommunen abgegeben, und er hat das alles ja durchgeführt und Wildung wieder stabil gemacht im Kurbetrieb unter anderem. Er hat aber auch die Landesgartenschau 2006 nach Wildung geholt,
was ja immer noch vielen Leuten in Erinnerung geblieben ist. So viel zu den Ehren. Spontan. Ja, hier haben wir unser berühmtes Hockergrab. Das wurde in Bergheim gefunden. Es ist 4000 Jahre alt. Dr. Brendlo, der ja langjähriger Museumsleiter war, hat es mit ausgegraben mit einer kleinen Gruppe hier aus Wildung. Und besonders ist an diesem Grab eben, dass es fast vollständig erhalten ist. Mit einer sogenannten Gürtelplatte, weshalb auch viele Forscher immer mal wieder nachfragen und das gerne untersuchen wollen. Wir haben aber auch im Hintergrund, wenn Sie sehen, Überreste von Mammut oder vom Wollnashorn. Das sind alles Tiere, die hier in der Region mal vorkamen. Also total spannend. Und wenn man sich sonst noch mal umschaut, sieht man eben alte Werkzeuge, die hier gefunden wurden. Also es gab, wie gesagt, diese Forschertruppe, die hier über die Felder gezogen ist und ganz viel ausgegraben haben. Und dann haben sie eben so alte Werkzeuge gefunden, womit früher dann ja, Steine geformt wurden oder Bäume geschnitzt wurden, dass man eben, ja, hier haben wir ein Klassenzimmer, was fast vollständig erhalten war, was ja aus der Region stammt. Es ist um 1900. Man sieht halt noch, wie die Schüler damals eigene Tafel hatten und damit Kreide, die sie sich mitgebracht haben, eben geschrieben haben. Es gab die Schreibfedern, man hatte so einen Rechenschieber. Also wie es früher eben war. So Details haben wir auch noch. Das ist ja noch ein ganz alter Schwamm, ein Naturschwamm zum Beispiel. Und wenn man hier sieht, dann sieht man eben noch die altdeutsche Schrift, die man früher in der Schule gelernt hat. Die können ja heute auch nicht mehr viele lesen. Ich zähle auch dazu. Also, das ist ein Modell, was Andreas Pockrand uns gebaut hat. So sah die jüdische Synagoge mal aus, die es in Wildungen gab. Sie wurde in der Reichspogromnacht zerstört, also niedergebrannt und wenige Tage später gesprengt. Und einige Sachen wurden vorher auch aus dieser Synagoge entwendet, Heizkörper und so weiter, die hat man dann bei Privatleuten gefunden. Leider ist davon nichts mehr erhalten. Wenn man sich mal umschaut, haben wir noch einige Aufnahmen der Synagoge von innen. Die sind hier dann noch zu sehen und man sieht auch ganz rechts, wie die Synagoge dann zerstört war, wie das aussah. Genau. Also das sind Objekte hier in der Vitrine, die uns Richard Oppenheimer jetzt geschenkt hat. Das sind Gebetbücher von Lina Mannheimer, von seiner Verwandten. Die konnten wir jetzt in die Vitrine bringen. Wir haben aber auch noch zwei Leuchter und ein Deckchen, was ganz spannend ist, was wirklich auch zur Synagogengründung hier von einer Privatfamilie gestiftet wurde und was erhalten geblieben ist. Wo die Tora-Rolle herkommt, können wir gar nicht so genau sagen. Also es heißt, sie könnte aus Wildungen sein. Ich habe auch schon gehört, dass sie aus Brasilien stammen könnte. Also wir wissen leider noch nicht ganz genau, wo sie herkommt. Wir hatten aber jetzt schon eine Expertin in Eschwege, wo wir waren, die sich die Sachen angeschaut hat. Und da sind wir mit dem Museumsverband zusammen noch weiter dran, um zu schauen, was wir alles noch herausfinden können. Wenn wir auf der Seite mal schauen, haben wir einen Koffer. Genau. Also tatsächlich haben wir die größte Hakenbüchsensammlung hier in der Region. Ist ganz spannend, weil die aus den alten Stadttürmen stammen und man hat sie dann gefunden, als man die Türme mal inspiziert hat. Genau, so sind sie zu uns ins Museum gekommen. Hier auch ganz spannend, wenn man wenn man zugezogen ist nach Wildung, musste jeder Bürger der Feuerwehr einen Ledereimer geben, damit das Haus dann eben gelöscht werden kann. Hier sehen wir unser altes Stadtsiegel, das wir noch erhalten konnten, und auch ganz wertvolle Münzen, die man früher hier in der Stadt eingesetzt hat. Auch ganz spannend sind unsere Gerichtsschwerter, damit hat man das Gericht gehalten. Es gab ja hier sehr viele Hexenprozesse in Wildung, die auch gut dokumentiert sind. Die Bäume, unter denen man Gericht gehalten hat, sind leider nicht mehr existent, außer in Altwildung gibt es tatsächlich noch die Gerichtsbuchen, die wir jetzt vor kurzem mal erkundet haben. Genau, aber so Reliquien aus der Zeit sind durchaus noch vorhanden und es waren einige Frauen, die als Hexen hier eben verbrannt oder getötet wurden. Ja, hier sind wir jetzt im Raum zur Geschichte der Post, die in Wildung natürlich auch existierte, und die Sachen stammen alle von Herrn Schultheiß, von Peter Schultheiß, der uns das vermacht hat. Man kann nachempfinden, wie das mit dem Postkutschen war. Und natürlich dieses Kinderspiel Kinderpost gibt es heute auch noch, das kennt glaube ich jeder.
Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch ein Modell, was Andreas Pockrand gebaut hat für uns. Und das war die alte Post, die es hier in Wildung gab. Das ist heute das Kaufhaus Mann-Henke. Genau, so sah es mal aus. Okay. Ja, jetzt sind wir eigentlich in unserem Lieblingsraum im Stadtmuseum. Also der kommt sehr gut bei den Besuchern an. Wir sehen hier 50er und 60er Jahre Möbel. Die 50er und 60er Jahre, das war ja die Nachkriegszeit und man wollte sich von den schweren Möbeln und von der Last der Eltern trennen und hat dann eben auf leichte Möbel, Leichtigkeit gesetzt. Man hat angefangen, sich für andere Kulturen zu interessieren, was sich dann in den Südseefrau-Bildern zum Beispiel niedergeschlagen hat oder auch in den Kranichen. Und das hat man eben zu sich nach Hause gebracht mit Tapeten, mit einer neuen Leichtigkeit. Wenn wir da mal sehen, dann haben wir auch ein besonderes Highlight. Das ist ein Schreibtisch der Firma Mauser aus der Region, die das ja heute leider nicht mehr so herstellt, aber hochwertigste Möbel und eben auch in diesem geschwungenen Design was ganz Besonderes, ja, was wir hier zeigen können. Ja, heute beim Sommerfest der Museen macht auch die Stadtbücherei mit. In Bad Wildung eigentlich eine sehr große Bücherei, ne? Ja, unsere Stadtbücherei ist über mehrere Etagen. Wir haben Medien, über 32.000 Medien vor Ort. Das sind Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, ganz viele verschiedene Sachen für klein und groß. Jetzt findet auch ein bisschen mehr statt wie Bücherausleihe hier in einer Bücherei in Bad Wildung. Genau, dieses Jahr haben wir jetzt das Sommerfest zum zweiten Mal mit einer ganz tollen Band, die gestern Abend gespielt hat. Das war das Merle-Klaassen-Quartett und es kam sehr gut an. Wir hatten über 50 Zuschauer zeitweise und heute gibt es Bratwürstchen und Getränke. Ja, aber auch übers Jahr. Es gibt Lesungen, es gibt Veranstaltungen, immer mit Bezug auf Autoren, auf Bücher. Richtig, genau. Der letzte Autor, das war der Stefan Jäger. Lukas Erler hier aus Bad Wildung war neulich da und die Bücherei war auch ziemlich voll, ist sehr gut angekommen. Und wir bieten auch verschiedene Führungen an für Kindergarten und Klassen und die Lehrer kommen immer gerne auf uns zurück. Eine Zeit lang war Lesen ja nicht so der große Hype, um das mal vorsichtig auszudrücken. Inzwischen ändert sich das wieder. Die, nicht nur Kindle und E-Books, sondern es wird auch wieder das papiergedruckte Buch geliehen oder selber gekauft. Unbedingt. Also auch tatsächlich gerade bei den Jugend merkt man das, Mädchen überwiegend lesen sehr, sehr, sehr gerne. Und das meiste, was wir ausleihen, das sind die Kinderbücher. Das ist unglaublich. Also wir haben einen riesen Bestand an Kinderbüchern und es wird ganz viel Jugendliteratur ausgeliehen. Ja. Was man auch gut ausleihen kann, sind Sachbücher, ne? Zum Beispiel für die Schule oder Abitur oder Studium. Richtig. Also Sachbücher gibt es auch eine Menge. Wir haben auch Bücherkisten, die kann man bei uns dann ordern, da kann man vorher anrufen, ich hätte gerne eine Kiste über Mittelalter zum Beispiel und dann stellen wir die Kisten zusammen und die kann man dann bei uns abholen und die Schulen können die dann über eine längere Zeit ausleihen. Jetzt ist der Platz nicht unendlich, ne? Die Bibliothekarin würde ja gern noch mehr haben. Haben Sie ein Antiquariat, geben Sie alte Bücher ab? Ja, also wir haben zum Beispiel unsere Kornstraße, da kommen viele Bücher rein, wo wir sagen, die werden in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel ausgeliehen, aber sie nehmen uns einfach Platz weg. Dennoch sind sie halt jetzt nicht so, dass man sie wegschmeißen möchte. Denen kommen die erstmal eine Zeit lang in die Kornstraße und wir schauen uns das dann an, bevor sie dann weggemacht werden. Aber weggeschmissen wird bei uns auch nichts, also wir sortieren die Bücher dann aus und geben es dann raus und die werden dann verschenkt. Ja, man wirft keine Bücher weg und man verbrennt keine Bücher. Um Gottes Willen, nein. Vielen Dank. Sehr gerne.